versteht, was das für eine Auswirkung auch auf mein Leben hatte. Dieser Mann war im Grunde ein Eingeweihter in das Templervermächtnis. In den 1960er Jahren hat er schriftliche Überlieferungen und Unterlagen aus dem sogenannten Templervermächtnis oder man sagt auch die Atlantische Bundeslade bekommen. Er ist dann 1998 verstorben. Die Familie hatte sozusagen den ganzen Nachlass noch da und die waren aber jetzt ohne medizinischen Hintergrund. Und ich hatte ja gerade mein Studium abgeschlossen, also ich hatte sozusagen diesen medizinischen Background. Das heißt, das Krebsthema ist längst lösbar. Das war übrigens auch das Wissen, was die Templer damals zur mächtigsten Gruppierung gemacht hat. Weiß man, woher das stammt quasi, wo der Ursprung von diesem Wissen war? Ja, mindestens 12.000 Jahre alt, ist nicht gechannelt, sondern es ist schriftlich überliefert. Und dann merkst du erstmal, dass das, was wir an den Universitäten lernen, was wir in der Schule lernen, dermaßen beschränkt ist. Wir haben ein materialistisches, atheistisches Weltbild. Da ist kein Platz mehr für Gott. Der Bewusstseinsraum, in dem du dich gedanklich bewegst, ist einfach zu eng. Die Existenz eines Schöpfers, Gottes, wie auch immer ich es nennen möchte, ist offensichtlich. Und wer das nicht sehen kann, hat ein Problem mit seiner Wahrnehmung. Der ist geistig beschränkt. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Ja, also ich sage immer gerne von mir, ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Mich interessiert das Leben, mich interessieren die Menschen. Und das war auch so der Grund, warum ich auch schon in der Pubertät mich sehr viel mit verschiedensten Themen beschäftigt habe. Naturwissenschaftliche Themen, Astronomie, die klassischen Fächer, Biologie, Physik und so weiter. Aber im Kern ging es immer um den Menschen. Und ich habe dann, das weiß ich noch, es war in einem Sommerurlaub, habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß die Methusalem-Formel von Johannes von Butler. Und da ging es halt um Langlebigkeit. Mhm. Es war um Menschen, die nachweislich 100-200 Jahre alt geworden sind. Und das hat mich irgendwie damals so gepackt. Das war so ein Thema, wo ich dachte, wow, ich will auch mindestens 100 werden. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was brauchst du dafür? Du musst eine bestimmte Lebensweise haben, also brauchst vor allen Dingen auch Wissen. Und das war dann so für mich der Hauptgrund zu sagen, okay, dann studierst du einfach mal Medizin, weil da wirst du wahrscheinlich genug darüber lernen. Also wie der Körper funktioniert und was du machen kannst, um Krankheiten zu verhindern und gesund zu bleiben. So bin ich mit der Einstellung bin ich da reingegangen. Davor habe ich noch im Rettungsdienst ein Jahr gearbeitet. Damals gab es noch diesen Zivildienst. Da habe ich also schon mal die ganze Notfallmedizin kennengelernt und auch schon wirklich auch Extremsituationen einfach. Ist ja mal in der Rettung so. Und jedenfalls habe ich dann Medizin studiert und habe dann aber festgestellt, dass ich dort sehr viel über Krankheiten gelernt habe und über Krankheiten, aber ich habe nichts über Gesundheit gelernt. Und es war irgendwann ab einem bestimmten Punkt ein bisschen frustrierend für mich, weil ich einfach einen anderen Anspruch hatte und ich hatte viele Fragen immer noch und das Studium konnte sie mir gar nicht beantworten. Und dann habe ich das Studium abgeschlossen und habe dann für mich gesagt, okay, jetzt musst du diesen Fragen nachgehen. Und jetzt war, ich sag mal, die Lebensumstände so günstig, dass ich die Möglichkeit hatte, zum Ende des Studiums an einem Buchprojekt mitzuwirken. Und das war für mich sozusagen der Startschuss in mein Zweitstudium. Man muss dazu sagen, der Autor von diesem Buchprojekt, der war zwar bereits verstorben, aber die Familie war sozusagen die Nachlassverwalter. Und dieser Mann, der hieß Lothar Göring. Und man muss kurz was dazu sagen, damit man versteht, was das für eine Auswirkung auch auf mein Leben hatte. Dieser Mann war im Grunde ein Eingeweihter in das Templervermächtnis. Der hat in den 1960er Jahren schriftliche Überlieferungen und Unterlagen aus dem sogenannten Templervermächtnis oder man sagt auch die Atlantische Bundeslade bekommen. Auf eine ganz skurrile Art und Weise. Ich habe da auch schon Interviews zu gemacht, wo ich das sehr genau erkläre, wie er zu diesem Wissen gekommen ist. Und er hatte dann die Aufgabe, mit anderen Eingeweihten über 2 Jahrzehnte hinweg dieses Wissen zu überprüfen und dann Ende der 80er Jahre an die Öffentlichkeit zu bringen. Und so sind verschiedene Buchprojekte entstanden und verschiedene Vorträge, Patente und. Unter anderem auch dieses Buchprojekt. Das gab es schon mal vor Anfang der 90er Jahre, aber nur in sehr, sehr einer kleinen Auflage. Und erst dann 1998 verstorben. Und die Familie hatte sozusagen den ganzen Nachlass noch da. Und die waren aber jetzt ohne medizinischen Hintergrund. Und ich hatte ja gerade mein Studium abgeschlossen. Also ich hatte sozusagen diesen medizinischen Background und konnte halt mit dem Rohmanuskript sehr viel anfangen. Das ging um das Thema Krebs, es ging um das Thema Krankheit, aber mehr aus Sicht der Biophysik. Und auch hier kamen vor allen Dingen Aspekte rein wie die Seele. Was ist die Psyche? Also sowas hatte ich davor noch nie gelesen. Ich habe das Studium, ich habe ja sehr viel studiert und viel gehört und gesehen und viele Theorien kennengelernt, wie Krankheiten entstehen. Aber das hat alles in Schatten gestellt. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich gemerkt habe, da waren Erkenntnisse dabei, die gab es schon seit den 1930er Jahren, allen voran über die Entstehungsmechanismen von Krebs. Und wir haben darüber gar nichts im Studium gehört, aber absolut gar nichts. Und da habe ich nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Das heißt, das Krebsthema ist längst lösbar. Und die erzählen uns welchen Scheiß auf gut Deutsch.
Und dann habe ich halt dieses Buchmanuskript durchgearbeitet. Ich habe dann noch ein paar Kapitel dazu geschrieben, noch das Ganze korrigiert und so weiter. Und dann haben wir nach 4 Monaten, nach kompletter Überarbeitung, haben wir das Buch dann zum zweiten Mal rausgebracht. Und das war für mich so der Startschuss überhaupt in dieses ganze Thema, weil Luther Göring, der hatte ja dieses alte Wissen auch aus atlantischen Zeiten. Das war übrigens auch das Wissen, was die Templer damals zur mächtigsten Gruppierung gemacht hat. Also es war wirklich ein Wissen, was eine sehr lange Traditionslinie verfolgt hat. Weiß man, woher das stammt quasi, wo der Ursprung von diesem Wissen war? Ja, das Wissen kommt wirklich aus der Zeit von Atlantis, also ist mindestens 12.000 Jahre alt, ist nicht gechannelt, sondern es ist schriftlich überliefert. Mhm. Und die Templer im Mittelalter hatten dieses Wissen in Jerusalem dann geborgen, haben es dann nach Südfrankreich gebracht und dort ausgewertet, haben dort eine Pyramide gebaut über einer Grotte und haben dort im Grunde, ich sag mal, über geistigen Weg innerhalb der Pyramide haben sie dann im Grunde Kontakt zu anderen Wesenheiten aufgenommen, die ihnen auch geholfen haben, dieses Wissen, was ja in einer alten Sprache oder Schrift verfasst war, auch zu entschlüsseln. Und mit diesem Wissen sind sie dann innerhalb kürzester Zeit zur mächtigsten Gruppierung geworden. Also wenn man sich überhaupt mit dem Thema der Templer näher beschäftigt, dann kommst du an diesem Vermächtnis von Atlantis nicht dran vorbei. Und Lothar Göring stand im Prinzip in dieser Traditionslinie von diesen Überlieferungen. Das lief ja quasi im Hintergrund. Der Templerorden wurde ja ungefähr nach knapp 200 Jahren seines Bestehens zerschlagen, offiziell von der Kirche und auch von dem französischen König, damaligen König. Aber die sind natürlich in den Untergrund gegangen. Und später ist aus der Templerlinie letztendlich auch die sogenannte Freimaurerei entstanden und noch viele andere verschiedene. Ja. Das heißt, dieses Wissen ist in eingeweihten Kreisen sozusagen bis, sag ich mal, Ende der 80er Jahre weitergegeben worden. Und erst da wurde es dann der Öffentlichkeit preisgegeben oder wieder zur Verfügung gestellt. Und das war für mich der Startschuss, überhaupt jetzt mal anzufangen, das ganze Thema mal systematisch anzugehen. Also ich hatte jetzt verstanden, was ich alles nicht gelernt habe. Mhm. Und bin dann die Jahre danach sehr systematisch die Themen angegangen. Das heißt, ich habe mich mit Hintergrundgeschichte beschäftigt, weil ich gespürt habe, es gibt dort ein größeres Bild. Mhm. Und dieses Bild wollte ich einfach mal verstehen. Und dann habe ich systematisch alle Themengebiete, die wichtig sind, die sich rund um dieses Thema Menschsein drehen. Und dazu gehört natürlich auch die Herkunftsgeschichte, was hier auch auf der Erde gerade abgeht, wo wir uns aktuell befinden, was für eine Zeitqualität. Und natürlich auch, was sind wir wirklich? Was steckt in uns wirklich für ein Potenzial? Also wenn wir tatsächlich einen unsterblichen Wesenskern haben, dann kommt ja die nächste Frage, warum wird uns das nicht erzählt? Warum sagt man uns, wir haben nur ein Leben, das Leben ist ein Zufallsprodukt und wenn wir nicht gehorchen, dann kann man uns ja sozusagen bedrohen, indem man unseren Körper, also unser Vehikel hier bedroht oder verletzt oder was auch immer. Und, schön ausgedrückt. Aber wenn du weißt, du bist ewig, du lebst ewig und du warst vielleicht sogar schon mal hier, mehrfach schon mal hier, und ist alles ein bisschen anders, als es uns erzählt wird. Dann merkst du plötzlich, wir sind in einer mentalen Käseglocke. Und das war für mich so der Startschuss, wo ich verstanden habe, jetzt kann ich nicht mehr den klassischen Weg einschlagen, sondern ich werde jetzt diesen Dingen auf den Grund gehen. Und das habe ich dann jetzt die letzten 16, 17 Jahre systematisch auch gemacht, kann man sagen. Und parallel, als ich dieses Wissen mir mehr und mehr angeeignet habe, habe ich dann noch in einer Erwachsenenbildung gearbeitet. Erst bei der Heilpraktikerschule, wo ich dann einfach Heilpraktiker ausgebildet habe. Das habe ich auch 15 Jahre lang gemacht. Und dann mehr und mehr auch in einer ganz normalen Erwachsenenbildung durch verschiedenste Seminare, Vorträge. Also ich habe regelmäßig in Hamburg Vorträge gehalten, wo ich immer mal wieder so diese Teile dieses Wissens so habe einfließen lassen, um mal zu schauen, wie weit die Leute damit auch umgehen können und wie weit das auch ihnen vielleicht hilft, Ängste zu verlieren. Und dann habe ich ab 2014 angefangen, nach und nach diese Sachen online in die Online-Welt zu bringen. Und habe dann auch ein paar Jahre gebraucht, um erstmal überhaupt alles, dieses ganze Handwerkszeug zu lernen. Ich kam ja auch aus der Offline-Welt. Aber als ich gesehen habe, was da möglich ist, auch wie viele Menschen du erreichen kannst und dass der Bedarf riesig war, das habe ich dann erst gemerkt, habe ich dann eben angefangen, das Projekt Dein Gesundheitslehrer. Damit bin ich sozusagen bekannt geworden. Und ich bin auch dadurch bekannt geworden, dass ich halt dieses Thema, die verborgene Weltgeschichte, auf verschiedensten Kongressen und Seminaren und Interviews so ein bisschen ins Bewusstsein gebracht habe, gerade im deutschsprachigen Raum. Also gerade so dieses Thema Arien und so, da gibt es auch ein Video von mir, das vor über 2 Jahren haben wir das gedreht und das hat so ein bisschen, ich sag mal, sehr viel ins Rollen gebracht. Also das hat, glaube ich, jetzt schon fast 250.000 Aufrufe und das, glaube ich, hat sehr viel angeregt, überhaupt selber mal erwacht zu werden, beziehungsweise anzufangen, die Dinge zu hinterfragen. Und darum geht es letztendlich. Jeder muss selber sich auf die Spur machen.
Ja. Es geht nicht darum, jetzt mir hinterher zu rennen und jedes Wort, was ich sage, auf die Goldwaage zu legen, sondern es geht darum, wenn man sich berührt fühlt, so wie du auch, wenn du merkst, oh, da ist was Wahres dran. Also bei mir waren es halt so Begriffe wie Atlantis, Templer, das hat bei mir resoniert. Ich weiß nicht, woher es kam. Und ich habe es nur gemerkt, ich muss mich damit beschäftigen. Und so habe ich mich einfach in diese Themen eingearbeitet. Ja, das ist so. Ja. Nee, erzähl ruhig weiter. Was wolltest du sagen? Ja, und so habe ich im Grunde im Laufe, gerade auch in der Corona-Zeit, man muss vielleicht dazu sagen, ich habe mich mit diesem Thema der Hintergrundgeschichte selber eigentlich beschäftigt, weil ich selber für mich verstehen wollte, viele Jahre. Und erst durch die Pandemiezeit ist das plötzlich nicht mehr ein Hobby bei mir gewesen, sondern plötzlich haben sich sehr viele Menschen auch angefangen, für diese Themen zu interessieren. Das ist also die Nachfrage ist auf einmal riesig geworden. Ja, und das siehst du jetzt ja nach wie vor. Die Menschen spüren, hier läuft irgendetwas. Und es geht letztendlich, und das merke ich auch in dieser ganzen Aufklärungsszene, die wenigsten vermitteln ein großes Gesamtbild. Ja, jeder vermittelt so bestimmte Spezialgebiete, jeder hat so seinen Teilbereich, wo er sich sehr gut auskennt. Aber dieses riesige, große Gesamtbild, das machen die wenigsten. Ja, und mir war das immer wichtig, ich wollte einmal, weil ich wusste, es gibt dieses große Gesamtbild. Und ich war immer so ein Mensch, ich will einmal dieses Gesamtbild sehen, weil wenn du es verstehst, kannst du danach alle Puzzleteile, die du hier und da sammelst und hörst und von Menschen bekommst, kannst du einsortieren. Und ich bin halt so ein forschender Geist. Ich bin so ein autodidaktischer Mensch. Ich kann mir Themen selber aneignen. Und im Nachgang, muss ich sagen, war das Studium, das Medizinstudium für mich ein gutes Training, um, ich sag mal, mit großen Informationsmengen umzugehen, zu recherchieren, Wichtiges von Unwichtigen trennen. Ja, das habe ich gelernt einfach durch das Studium, weil das ist extrem viele Informationen in kurzer Zeit musst du dort sozusagen verarbeiten können. Und das war jetzt im Nachgang eigentlich gut. Ja. Das sehe ich genauso. Also ich habe auch studiert und habe das bei mir auch gemerkt, dass es gar nicht unbedingt um das Fachspezifische ging, sondern einfach, wie gehst du mit Informationen um? Wie verarbeitest du Informationen? Wie löst du Probleme? Also es hat irgendwas mit meinem Gehirn auch gemacht, diese Zeit während dem Studium. Sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass es manche Menschen gibt, die schon von vornherein, wenn sie ihr Bewusstsein entwickeln, quasi das Gefühl haben, dass es noch irgendwas gibt, was uns nicht erzählt wird quasi. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwas noch da ist, was man suchen muss, was man finden muss, weil es irgendwie sich so anfühlt, als ob das alles nicht so ist, wie es scheint. So war es bei mir auf jeden Fall, dass ich dann angefangen habe, einfach mich auf die Suche zu machen nach mehr Informationen, nach der Wahrheit quasi. Das hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber das ist so ein inneres Thema irgendwie. Das spürt man, das kommt aus einem heraus quasi. Und deswegen finde ich das so interessant, auch andere Menschen, die das ähnlich durchgemacht haben, auch das mal zu hören aus deren Perspektive. So. Weil du hast ja gesagt, es war quasi während dem Studium, dass du gemerkt hast, dass das Thema Medizinstudium gar nicht wirklich dafür da ist, irgendwie, dass es dir nicht lehrt, gesund zu sein, sondern eher lehrt über Krankheiten und dass du dich mit Krankheiten beschäftigst und diese ganzen Sachen so. Hat das da bei dir quasi angefangen oder war das vorher schon so, dass du irgendwie so ein inneres Gefühl hattest, da ist noch mehr als was uns jeden Tag gezeigt wird quasi und präsentiert wird? Ich hatte dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich wusste nicht, wo ich ansetzen sollte. Der erste Hinweis war so ein bisschen 9/11. Ich hatte dann im Anschluss, ein Jahr später kam es erst raus von Gerhard Wisniewski, die Operation 9/11 und da habe ich schon, als ich es gelesen habe, dachte ich, oha, das ist ja interessant. Ja, da habe ich schon mal so einen ersten Einblick bekommen. Offensichtlich, das, was uns medial da gezeigt wurde, nicht so sein kann. Da sind so viele Unstimmigkeiten gewesen. Und das hat mich irgendwie ein bisschen wach gemacht. Aber richtig wach wurde ich eigentlich dann erst, oder ja, man könnte sagen, es sind so mehrere Stufen gewesen. Also dieses Buchprojekt mit Lothar Göring, das hat sehr viel bewirkt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr viel. Mhm. Und später habe ich dann auch noch aus anderen Sprachen, Quellen gelesen, auch gerade durch Themen, auch nochmal so zu, mich immer weiter in den Kopf haben. Also ich will mal so sagen, es war jetzt nicht so ein Moment, wo es plötzlich so präsent war. Ich habe gemerkt, es gibt also irgendetwas, was anders ist, das Gefühl, und mein Verstand, der wusste erst nicht, wo er ansetzen sollte. Und erst im Nachgang, als ich dann so ein paar Quellen hatte, die für mich sehr schlüssig sich anfühlten, kam, sag ich mal, so Verstand und Herz so in Einklang. So fühlt sich das für mich an. Also ich sage immer, Herz und Hirn haben dann wieder plötzlich miteinander resoniert und diese Bestätigung, die dann das Gefühl ja schon hatte, kam jetzt dann durch ein Verstandeskonzept, wo ich sagen kann, jawohl, so ist es. Und dann war ich auch weiter motiviert,
weiterzumachen und ja, dieses große Bild zusammen zu puzzeln. Mhm. Und als ich das dann für mich irgendwann hatte, habe ich festgestellt bei mir selber, dass das sehr viel Frieden gebracht hat, bei mir, innerlich. Es hat mich irgendwie beruhigt, zu verstehen, dass wir uns in einem, ich nenne es jetzt mal, in einem Schöpfungsspiel befinden, das nach ganz klar definierten Gesetzmäßigkeiten abläuft, dass wir in einer ganz bestimmten Zeitqualität uns aktuell befinden. Ich nenne es eine Auflösungs- und Übergangsphase. Das können wir überall sehen. Und diese Auflösungs- und Übergangsphase hat aus meiner Sicht Anfang der 90er Jahre angefangen. Denn dort ist laut alten Quellen das okkulte Zeitalter zu Ende gegangen. Und interessanterweise sind gerade in den 90er Jahren immer mehr Enthüllungsautoren in die Öffentlichkeit getreten, haben angefangen, auch ja alle möglichen Themen im großen Stile auch im deutschsprachigen Raum zu enthüllen und aufzudecken. Und das ist ja natürlich dann durch das Internet und durch die Möglichkeiten, die es dann durch die Vernetzung gab, natürlich dann, ich sag mal, ab den 2000ern und noch ein bisschen später ist es ja dann förmlich explodiert, was die Enthüllungen und vor allen Dingen auch aus anderen Sprachen und Kulturräumen, durch diese globale Vernetzungsmöglichkeiten. Und das sehen wir jetzt. Und dadurch können wir tatsächlich, und gerade die Pandemie hat das ja nochmal extrem beschleunigt, einfach sehr viele Puzzleteile sehr schnell zusammenbringen. Also diese Schwarmintelligenz, die sich jetzt im Internet entwickelt hat, weil viele Menschen merken, hier stimmt was nicht, immer mehr. Mhm. Ja, das ist ja so offensichtlich geworden, hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen einfach im stillen Kämmerlein angefangen haben, auch zu recherchieren, zu unterschiedlichsten Themen. Und das Schöne ist ja dann, man kann ja diese ganzen Puzzleteile, die ja dann sozusagen von diesen Menschen erarbeitet wurden, versuchen, ein noch viel größeres Bild zusammenzutragen. Und das ist so mein Bestreben gewesen. Also ich bin all diesen Menschen, die da draußen fleißig recherchiert haben, dankbar, weil die haben im Grunde die Möglichkeit erst geschaffen, sich auf deren Schultern zu stellen und dadurch noch viel weiter zu schauen und noch ein viel größeres Bild zu erkennen. Ja. Yeah. Und ich merke jetzt auch, der Bedarf wird immer größer bei der Mehrheit der Menschen. Ich fand das sehr interessant. Ich habe zwei Fragen im Chat gesehen, die öfter gestellt wurden. Und zwar erstmal, wie das Buch heißt, von dem du gerade gesprochen hast, von diesem Buchprojekt. Und was mich persönlich interessieren würde, wie ist diese Familie denn auf dich aufmerksam geworden? Also wie haben die dich quasi gefunden, dass du das weiterführst? Ja, also das Buch heißt Krebs, Chance oder Finale. Also so ist der Buchtitel, kann man überall bekommen, das Buch. Und die Familie habe ich dadurch kennengelernt, dass ich ein anderes Buch von Lothar Göring davor, das war schon veröffentlicht, gelesen habe. Das hieß Apokalypse Seele. Und das war so für mich wirklich so der Augenöffner. Und daraufhin habe ich Kontakt dann mit der Familie aufgenommen, weil ich habe festgestellt, ich habe ja damals noch in Kiel gelebt und studiert. Die wohnten gar nicht so weit weg. Die wohnten nämlich an der Nordseeküste, also im Raum Husum. Also 100 Kilometer sozusagen einmal durch Schleswig-Holstein. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, ja, okay, komm doch vorbei und so. Und dann bin ich da hingefahren und da habe ich schon gemerkt, im Nachgang würde ich sagen, ja, wir kannten uns irgendwie schon. Also es war so eine Vertrautheit einfach da. Und dann haben wir uns irgendwie angefreundet. Das ging halt irgendwie, ging relativ schnell. So. Und dadurch habe ich natürlich noch ganz andere Einblicke bekommen. Und dann hatte ich mein Studium abgeschlossen und dann standen sowieso noch einige Veröffentlichungen an, also die Rohmanuskripte lagen da und die sollten veröffentlicht werden und wie gesagt, es ist ein medizinisches Thema gewesen und es fehlte halt bei denen der medizinische Hintergrund, ich hatte den, wir haben uns gut angefreundet und dann hat er mir das angeboten, dass wir das so machen und da habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut, habe das Rohmanuskript gelesen und wusste auch gleich, wo ich dann ansetzen muss und ja, so hat sich dann, also durch das Buchprojekt selber hat sich dann im Grunde auch eine viel tiefer gehende Freundschaft entwickelt. Ja, also das ist so, im Nachhinein würde ich sagen, es war einfach Resonanz. Es sollte so sein, es war wie abgesprochen, so kam es mir vor. Ja. Also es war irgendwie abgesprochen. Und und dann haben wir das einfach, wann war das, 2009, im April haben wir das veröffentlicht. Natürlich war das noch kein Bestseller, aber es war veröffentlicht und und dann so nach und nach wurde das Thema immer bekannter und Lothar Göring wurde natürlich auch wieder bekannter, als ich dann auch angefangen habe, vor 2 Jahren darüber zu sprechen. Weil diese Themen, die haben mittlerweile, ich weiß auch nicht, schon auch, glaube ich, 200.000 Aufrufe. Also es hat sehr, sehr viel Interesse bei den Menschen geweckt zu diesem Thema. Weil Lothar Göring ist ja sonst absolut unbekannt eigentlich. Und trotzdem hat er, im Hintergrund sehr wichtige Sachen erforscht, bewirkt, von denen weiß kaum
jemand selbst. Und das ist halt so das Interessante, wenn du verstehst, es gibt Menschen, deren Namen kennst du nicht und die haben einen sehr großen Einfluss auf unseren Alltag. Mhm. Das will ich mal so sagen. Durch bestimmte vielleicht Patente, durch bestimmte Erfindungen, die sie gemacht haben, aber sie selber nie, sind nie wirklich in den Vordergrund getreten, sondern sie sind immer eigentlich im Hintergrund geblieben. Aber das, was sie uns als Menschheit zur Verfügung gestellt haben, davon, das nutzen wir jeden Tag vielleicht. So. Und da merkst du aber auch, dass ein bestimmtes Wissen auch ermöglicht, eine bestimmte Art von, ich sag mal, Steuerung. Steuerung von gesellschaftlichen Prozessen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das Wissen aus dieser atlantischen Bundeslade war aufgeteilt in 5 Themengebiete. Es gab also den Bereich Wissenschaft, den Bereich Religion, den Bereich Geschichte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Geschichte, dann noch, ich will nur sagen, es waren 5 Themenbereiche. Und der Bereich Wissenschaft, den hat Lothar Göring bekommen. Und die anderen Bereiche wurden an jeweils andere Personen übergeben. Das heißt, die haben auf eine sehr skurrile Art und Weise diese Unterlagen bekommen in Frankreich. Also Lothar Göring war das. In Frankreich hat er dieses Wissen bekommen. Der wurde da auch von jemandem einfach so angesprochen. Also du musst dir so vorstellen, die Situation, nur um immer so zu zeigen, wie verrückt das war. Er war zu dem Zeitpunkt, Lothar Göring, im Sommerurlaub im Raum Nizza. Dann ist er, wie er selber auch beschrieben hat, aus einem Impuls heraus ist er mit dem Auto an der Küste lang gefahren und dann war da irgendwie so ein Café am Strand und irgendwie hat er den Impuls gehabt, ich muss da jetzt einfach hingehen. So, dann ist er da hingegangen an den Strand und dann meinte er auch, da hat ein Mann gestanden am Strand, der ihn sofort so, ich sag mal so magisch angezogen hat. Der hat einfach nur da gestanden. Und dann ist er auf ihn zugegangen und in dem Moment, wo der Lothar sozusagen auf der Höhe von dem Mann war, hat er sich nur umgedreht und gesagt, oh, schönen guten Tag, Herr Göring, dass Sie endlich da sind, so nach dem Motto, wir haben Sie schon erwartet. Naja, und dieser Mann hat ihm dann sozusagen dieses Wissen übermittelt, also das heißt, er musste dann zu einem bestimmten Standort fahren, hat dann einen LKW bekommen, hat die ganzen Unterlagen hinten drin gehabt und durfte dann das Ganze nach Deutschland bringen. Und so ungefähr hat die Reise dann begonnen. Und dann hat er angefangen mit diesen. Die Frage bei solchen Geschichten ist immer, die ich persönlich dann jetzt auch habe, ist so, wie verifiziert man das? Also erstmal, wie verifiziert man, dass diese Geschichte wahr ist? Und wie verifiziert man auch Wissen? Weil du hast ja Medizin studiert und hast dich wahrscheinlich damit auch viel auseinandergesetzt und kannst da bestimmt auch viel zu sagen. Also wie, weil es ist ja Wissen, was quasi nicht von der Wissenschaft mitgeteilt wird, von den Medien mitgeteilt wird. Das sind ja Sachen, die quasi nicht narrativ sind, die nicht offiziell sind, die inoffiziell sind. Und ich habe das Gefühl, dass auch viele Leute sich ein bisschen mit diesen Informationen, also es ist so viel auch, dass man sich da drin auch irgendwo verlieren kann und dann auch nicht mehr wirklich weiß, okay, was glaube ich denn jetzt, was glaube ich nicht, was ist die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit, wer hat recht, wer hat nicht recht. Also wie kann man das auch verifizieren? Also erstmal muss man auch ganz klar sagen, für uns in einer relativen Welt gibt es keine objektive, absolute Wahrheit, sondern jeder hat seine individuelle, subjektive Wahrheit. So, das ist das eine. Es gibt zwar schon eine absolute Wahrheit, das, sage ich mal, sind die Rahmenbedingungen, sind die kosmischen Gesetzmäßigkeiten, aber Wahrheit hat immer was mit Wahrnehmung zu tun. Und jeder Mensch hat, ich sage mal, einen eingebauten Wahrheitskompass. Und da, wo du spürst, es gibt ja auch direktes Wissen, das du nicht jetzt über den Verstand dir angeeignet hast, sondern das kommt von innen, von deinem Wesen, aus einer höheren Ebene. Das spürst du einfach. Du weißt es einfach. Dann fragt dich einer, woher weißt du das? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass das stimmt, dass es wahr ist. Das ist eine andere Ebene. Ja? Also Eingeweihte reden da von einer sogenannten buddhischen Ebene, sozusagen die Buddha-Ebene, wo das Wissen sozusagen direkt abrufbar ist. Direktes Wissen aus dem Sein, wenn man so möchte. Aber du hast völlig recht, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, ja Gott, das hat sich ja vielleicht Hollywood ausgedacht. Da muss man sich die Frage stellen, wo kriegt Hollywood seine ganzen Stories her? Ne? Also sind die wirklich ausgedacht oder sind das vielleicht sogar wahre Gegebenheiten? Wenn man anfängt, sich mit diesem Thema von Lothar Göring zu beschäftigen und auch mit den Sachen, die er dann veröffentlicht hat, einfach das mal liest, ich habe ja seine Bücher nicht nur gelesen, die musst du studieren, die sind auch nicht so leicht zu lesen. Und dann spürst du schon, dass viele Sachen schlüssiger erklärt werden, als du es in der herkömmlichen Physik vermittelt oder überhaupt in Medizin vermittelt bekommst. Also er hat es wirklich drauf gehabt, Dinge wie die Seele, Verstand, aber auch was alles damit dranhängt. Also
der Aufbau des Seins, also er hat er nennt das die einheitliche Theorie der gesamten Materie einschließlich aller biologischen Systeme, hört sich jetzt hochtragend an. Aber die grundlegenden Fragen, die ja die Wissenschaft heute immer noch nicht so richtig beantworten kann, ist, was ist Materie, was ist Energie? Wird dort sehr schlüssig erklärt. So, dass du es verstehen kannst. Da musst du nicht studiert haben, du kannst es verstehen, du kannst es dir vorstellen. Und das Schöne ist auch bei dem, was er gemacht hat, er hat uns bis an die Grenzen des Denkbaren geführt. Denn durch dieses eingeweihte Wissen weißt du oder bekommst du das erste Mal Zugang zu dem Rahmen, in dem wir uns befinden. Also, weißt du, der Kosmos, in dem wir uns bewegen. Und dann nehmen wir mal dieses Universum. Das ist ein Universum, das ist entstanden und es wird auch wieder vergehen. Genauso wie viele unendliche andere Universen. Das ist wie so eine Blase, die sich in einem Multiversum befindet. Und das wird da so beschrieben, als ob das ganz normal ist. Und wenn du dann diese Grundlage nimmst und das dann mit anderen eingeweihten Lehren studierst oder vergleichst, ich habe ja dann auch andere Quellen mir herangezogen. Und das war für mich dann damals so der Referenzpunkt. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist wahr. Das fühlt sich für mich jedenfalls schlüssig an. Und dann bin ich dabei gegangen und habe andere Autoren und Quellen und was ich finden konnte, immer in Relation dazu gesetzt. Und da habe ich gemerkt, es ist krass, es ist wirklich krass, weil es ist schlüssig. Es fühlt sich für mich schlüssig an und es ist auch schlüssig und auch mit dem Verstand nachvollziehbar. Also es ist nicht einfach nur so eine abstrakte Theorie, sondern du kannst es nachvollziehen. Du erfährst darüber zum Beispiel, was die Funktion der Pyramiden ist, wie die Pyramide überhaupt funktioniert, was das Besondere an der Pyramidenform ist und dass im Grunde der gesamte Kosmos ein strukturierter Raum ist. Genauso wie auch wir ein strukturiertes System sind, das nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten abläuft, wie, ich sag mal, die großen Dinge, die wir draußen sehen können. Und dann verstehst du auch erstmal diese kosmischen Gesetze, wie groß, wie im Großen, so im Kleinen, Ursache und Wirkung, Gesetz der Polarität, Gesetz der Anziehung. Ja, das sind immer so Begriffe, die hört man so. Aber um die richtig zu verstehen und dann auch wirklich zu fühlen, das ist ja einerseits, erstmal kriegst du ein Konzept für den Verstand, das ist immer schon mal ganz gut. Und dann rutscht das sozusagen, wenn du dich da richtig intensiv mit beschäftigst, eine Etage tiefer und du fühlst es dann auch. Und das muss jeder machen. Deswegen, ich sage immer, Wissen und Wahrheit ist eine Hohlpflicht und keine Bringschuld. Das heißt, man kann nicht erwarten, da steht irgendwo jetzt ein Buch oder eine Truhe und da machst du auf und da steht Wahrheit drauf und du weißt jetzt alles, sondern du musst es dir hart erarbeiten. Vor allen Dingen auch erstmal wieder anfangen zu fühlen. Ich hab das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft die Leute gar nicht mehr richtig fühlen und auf ihr Gefühl auch hören können. So. Und dazu muss man halt auch einfach bewusster werden und sich klar machen, dass wir auch Dinge spüren können. So. Heutzutage wird es ja mehr oder weniger manchmal sogar als lächerlich hingestellt, wenn du sagst, dass ich fühle, dass es einfach richtig ist. So. Aber ich glaube, wenn du einen Kontakt hast mit deiner Seele und mit dem, was du eigentlich wirklich bist, dann kannst du fühlen, was richtig und was falsch ist und was wahr ist und was nicht wahr ist. Das kann man auch spüren, so, ne? Deswegen. Das Problem ist ja, guck mal, wenn du, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eingeweihten Wissen bekommst und du hast eigentlich nur dein Schulweltbild, mit dem du versuchst, jetzt dieses Wissen irgendwie in einen Bezug zu setzen, es wird schwierig. Und dann merkst du erstmal, dass das, was wir an den Universitäten lernen, was wir in der Schule lernen, dermaßen beschränkt ist, wir haben ein materialistisches, atheistisches Weltbild. Da ist kein Platz mehr für Gott. Da ist kein Platz mehr für die Seele. Da ist kein Platz mehr für Spiritualität. Und mit diesem Weltbild sind wir groß geworden. Jetzt versuchst du ein Wissen, was über Seele spricht und über feinstoffliche Wesenheiten, aber so, dass du es irgendwie auch nachvollziehen kannst, das kannst du gar nicht damit einsortieren. Da kommst du erstmal in einen inneren Konflikt. Und der Konflikt liegt darin, dass dein Weltbild einfach zu klein ist. Ja. Der Bewusstseinsraum, in dem du dich gedanklich bewegst, ist einfach zu eng. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das Problem ist nicht das Wissen, das Problem ist mein beschränktes Weltbild. Also muss ich es erweitern. Und das habe ich einfach gemacht. Ich war ja offen genug, weil ich gemerkt habe, hier muss ich weiter forschen. Und ich habe das dann genauso studiert, wie ich Medizin studiert habe, so gut wie ich halt kann, so gründlich, um das für mich zu überprüfen. Ja? Und das meine ich halt, das ist Arbeit. Das ist richtige Arbeit, es hat Jahre gedauert. Und ich glaube, das war früher auch... Und ich glaub, darum geht es. Also, Nein, erzähl. Jetzt sag du jetzt mal, komm. Ich wollte nur sagen, dass es früher, glaube ich, auch Standard war. Ich glaube, dass irgendwann der Punkt kam, dass es voneinander getrennt wurde, dieses spirituelle Wissen und dieses seelische Wissen von dem wissenschaftlichen Wissen, in Anführungszeichen. Ich glaube aber auch, erst wenn du das zusammenbringst, dann kannst du wirklich was verändern und dann kannst du die Welt wirklich erst verstehen. Und das sieht man auch in so vielen verschiedenen Dokumentationen, dass teilweise das auch bewusst gemacht wurde, weil früher die Physiker und Wissenschaftler vor automatisch auf den Punkt gekommen sind, dass irgendwas Höheres da mitspielen muss, weil die gemerkt haben, dass das Bewusstsein einen direkten Effekt auf Materie hat und das kannst du mit Wissenschaft nicht wirklich beschreiben. Und
das ist das, was wieder zusammenkommen muss, glaube ich. Ja, nicht nur das. Im Grunde kannst du sagen, die Existenz eines Schöpfers, Gottes, wie auch immer ich es nennen möchte, ist offensichtlich. Und wer das nicht sehen kann, hat ein Problem mit seiner Wahrnehmung. Der ist geistig beschränkt. Weil wenn du nicht genau hinschaust und dir wirklich mal die Natur anschaust, unseren Körper anschaust, schau dir ein Libellenauge an oder unser eigenes Auge, das ist ein Meisterwerk, oder schau dir das Gehirn an eines Menschen, ja. Das soll ein Zufallsprodukt sein. Da merkst du, dass die moderne Wissenschaft ein Glaubenssystem ist, ein könnte sagen, ein Religionsersatz. Das hat die moderne Wissenschaft im Westen hat die Religion abgelöst. Ja, das ist eigentlich bewusst herbeigeführt. Und wir konnten es ja in den letzten 3 Jahren sehr gut sehen, dass es mehr was um Glauben ging,